So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Deko, ne? Sehr schön. <laughs> Willkommen zur allerletzten Ausgabe mit diesem Jahr. Wie ihr sehen könnt, ich habe für festliche Stimmung gesorgt. Meine Mütze ist auf, die Beleuchtung ist fertig, also können wir gleich mal loslegen. Womit wir heute loslegen, ist Nike. Nike ist vor allen Dingen, ja, die machen nächste Woche, geben sie ihre Quartalzahlen bekannt. Das ist aber noch nicht alles, denn Nike ist auch im Metaversum unterwegs. Und das gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Die Zahlen gucken wir uns auch noch an, die erwartet werden für das Quartal. Und dann würde ich sagen, wir legen gleich mal los. Das Metaversum normalerweise denkt man, oh, das ist eher sowas für Tech-Unternehmen wie Roblox, aber das ist auch was für solche Unternehmen, wie zum Beispiel die Bekleidungsindustrie, Luxusgüterunternehmen und so fort, denn man verkauft dort auch virtuelle Kleidung. So, und das ist, ist ein ziemlich großer Markt. Morgan Stanley zum Beispiel geht davon aus, dass bis 2030 vom Verkauf von solchen virtuellen Klamotten eine Summe von 56 Milliarden Dollar drin ist. Also da kann ganz schön viel umgesetzt werden. Nike hat vor kurzem auf der Spieleplattform Roblox sein eigenes kleines Nike Land gelauncht. Und was können User dort machen? Ja, die können sich austauschen, ähm, die können dort auch Spiele zusammenspielen und die können natürlich auch im virtuellen Store virtuelle Klamotten kaufen. Der Vorteil von Nike davon ist, dass sie zum Beispiel auch testen können, was für Designs kommen bei den Usern an. Das testen sie virtuell und dann können sie auch ein bisschen darauf Rückschlüsse ziehen, okay, was wird denn im realen Leben so bestellt. Aber damit hört Nike noch nicht so ganz auf mit dem Metaversum, denn ähm, die arbeiten gerade auch an Non-Fungible Tokens. Was hat es damit genau auf sich? NFTs sind nicht austauschbare, einzigartige virtuelle Werte. So, und damit kannst du das Eigentum an solchen einzigartigen digitalen Dingen kaufen und verkaufen und mithilfe der Blockchain, das ist übrigens meistens die Ethereum-Blockchain, nachverfolgen, wem genau diese Dinge denn jetzt gehören. Bekannte NFTs sind zum Beispiel ja, Patchy Penguins, hast du vielleicht schon mal gehört, aber auch ähm, solche Leute wie Ex-Twitter-Chef Dorsey haben ähm, jüngst ihren. Naja, in diesem Jahr ihren ersten Tweet als NFT versteigert. Also gerade im Bereich Kunst ist das auch ein riesiges Thema. Das Potenzial von F NFTs ist enorm. Ähm, wenn wir mal gucken, was die Verkäufe waren in der ersten Hälfte des Jahres, das gab einen Rekordwert auf 2,5 Milliarden US-Dollar. Also äh, da wird ganz schön viel Geld umgesetzt. Gut, dann kommen wir zurück zu Nike. Ähm, das Unternehmen hat schon im Jahr 2019... Ein Patent angemeldet für ein spe spezielles NFT und zwar nennt sich das Ganze Crypto Kicks. So und das sind quasi digitale Nike-Schuhe. Das mit seinen Sneakers zu machen ist natürlich von Nike eine grundsätzlich sehr gute Idee, denn äh, wie du vielleicht weißt, besondere Sammelexemplare von solchen Sneakern in der nicht virtuellen Welt, äh, selbst die, äh, da kann man schon Tausende von Dollar für zahlen oder sogar mehr. Also äh, das wird jetzt quasi auch wieder auf die virtuelle Welt übertragen. Aber auch hier gilt, das ist anscheinend erst der Anfang. Wie jetzt Mitte Dezember rausgekommen ist, hat Nike nämlich auch noch ein Unternehmen aufgekauft, was komplett nur noch solche äh, NFTs herstellt und also virtuelle Schuhe und Sneakers macht fürs Metaversum. Und äh, damit haben sie dann ein Unternehmen, das es gerade professionell für sie übernimmt. So viel zum Metaversum. Wie gesagt, äh, Nike wird auch seine Quartalszahlen äh, diese Woche präsentieren und da schauen wir uns noch mal kurz an, was denn jetzt die Erwartungen sind. Ich habe euch hier auch noch mal ein Screenshot von der Nike-Aktie gezeigt, um eben zu sehen, dass äh, echt ziemlich viel Wachstum drin war in den letzten fünf Jahren. Das hat sich mehr als verdreifacht. Das ist ganz schön beeindruckend. Was die Quartalzahlen angeht, wird ein Gewinn der Aktie erwartet von 62 Cent bei einem Umsatz von 11,25 Milliarden Dollar. Aber auch das könnte wiederum mehr sein. Die Whisper-Number geht von einem noch höheren Earnings per Share aus und zwar von 72 Cent. Also da könnte definitiv noch eine positive Überraschung am Montag kommen. So. Wie schon erwähnt, das ist die letzte Ausgabe für dieses Jahr und äh, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, es war schön, wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Jahr auch wieder dabei und ansonsten wünsche ich euch schöne Feiertage und bleibt vor allen Dingen gesund und äh, wir sehen und hören uns dann im kommenden Jahr. Also kommt gut rein und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.